Denkst du auch manchmal darüber nach, wie dein Leben wird aussehen, wenn du älter bist? Vielleicht wie lang, ob und vor allem wie du noch arbeiten willst? Oder was du zum Beispiel mit 70 machen willst? Also für mich ist das immer noch mega weit weg. Und ich habe wirklich auch nicht so eine Vorstellung davon, was etwa in 20 Jahren wird sein. Hast du gewusst, dass wir in der Zwischenzeit über ein Viertel von unserer Lebenszeit in einem sogenannten Ruhestand verbringen? Das bringt drei Herausforderungen mit sich. Im Alter decken unsere Standardsysteme nur einen geringen Teil von unseren Kosten. Unser System mit der ersten Säule, der AHV und der zweiten Säule, der beruflichen Vorsorge, der Pensionskasse, ist überhaupt nicht auf so viele Menschen ausgerichtet. Es wird also auch nur einen kleinen Teil deiner Kosten decken können. Ungefähr zwei Drittel, 60-70%. Und die Herausforderung ist, dass man ja im Alter nicht weniger Geld braucht unbedingt. Eigentlich braucht man sogar gleich viel Geld. Die zweite Herausforderung ist, dass viele Menschen wenig oder gar nicht auf das System zählen können. Hast du gewusst, dass nur etwa jeder zweite Mensch heute im Alter auf die Leistungen aus beiden Säulen, der AHV und der Pensionskasse, zurückgreifen kann? Und bei uns Frauen ist es noch ausprägter. In der Schweiz sind Frauen fast doppelt so häufig von Altersarmut betroffen wie Männer. Und als drittes, ja, vielen von uns fehlt Absicherung, mir übrigens auch. Selbst wenn du schon einiges machst, und zum Beispiel auch eine dritte Säule hast und privat vorsorgst, kann dir das Leben natürlich einen unerwarteten Streich spielen. Da kann es durchweg sein, dass du weniger Einkommen hast und für deine Zukunft überhaupt nicht vorsorgen kannst. Vorsorge ist eine ziemliche Challenge. Schau sie mal so an. Wenn du heute 35 bist und sagen wir mal als Frau 60'000 Franken im Jahr verdienst und etwa bis 64, wo du arbeiten. Weißt du, wie viel du nach der offiziellen Pensionierung etwa brauchst? Wir haben es ausgerechnet. Es ist über 1 Million Franken. Davon wird die AHV und die Pensionskasse etwa 2/3 abdecken. Das heisst, du musst für den Rest irgendwie selber privat ansparen, wenn du deinen Lebensstandard nach der Pensionierung halten willst. Klingt unmöglich? Die gute Nachricht ist, das ist es gar nicht. Die Zeit ist nämlich da, unser Freund, und hilft. Wenn du zum Beispiel mit 30 anfängst, dann hast du ja noch 34, 35 Jahre bis zum ordentlichen Pensionsalter. Und wenn du täglich zum Beispiel den Preis von einem Coffee to go in deine dritte Säule investieren würdest, dann hast du bei der Pensionierung dank dem Zinseszins allein mit dieser kleinen Action schon über 100'000 Franken angehäuft. Wichtig ist nur nicht zu warten, sondern jetzt etwas zu machen. Und da sind meine drei Tipps für deine Vorsorge. Tipp Nummer 1. Vermeide unnötige Lücken in deiner AHV und in deiner Pensionskasse. Schau mal rein in die Dokumente, in den AHV-Auszug und Pensionskassenauszug. Und schau dir Zahlen an, die musst du unbedingt prüfen. Schau, ob du Lücken hast, damit du die stopfen kannst. Tipp Nummer 2. Sorg privat vor mit einer dritten Säule. Falls du noch keine dritte Säule hast, leg dir eine zu. Und Tipp Nummer 3. Sichere dich für den Ernstfall ab. Was würde passieren, wenn du plötzlich nicht mehr arbeiten kannst und so auch keine oder weniger Beiträge einzahlen kannst? Für diesen Fall musst du dich absichern. Also, mach Action, damit du für die Achterbahn vom Leben gerüstet bist und dir die finanzielle Freiheit für deine Zukunft schaffst, damit du auch später selber bestimmen kannst, wie du dein Leben gestalten möchtest.